Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS 17. Hier nordfriesische Marsch vierfach Map in der Version 1.7 ohne Gräben. Wir sind immer noch am Aussehen fleißig. Hier unten, das Feld ist soweit fertig. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, um die Felder 8, 9 und 12 anzusehen, weil wir sind, wenn ihr in der Übersicht hier guckt, alles, was gedüngt ist, ist im Prinzip auch angesät. Die einzigen Felder, die noch fehlen, sind 8, 9 und 12. Ja? Und daher mache ich mich da jetzt mal auf den Weg hin, um die Felder auch fertig zu machen. Ja, das wird dann nachher auch recht schnell gehen. Da werden wir dann sicherlich gar nicht mehr lange warten müssen. Feld 2 werden wir auch bald fertig haben. Dann kann der nämlich auch damit hoch. Dann können wir da oben mit 3 Traktoren zusammen richtig schön schnell alles ansehen. Ich weiß noch gar nicht, was ich da ansehe. Sehe ich da auch Raps an? Oh, sorry. Ja, man sollte auch mal auf dem Bildschirm gucken, ne? Und nicht nur. So, fährt der andere jetzt da auch erstmal gegen? Nein, tut er nicht. Okay. Super. Ja, sorry, das war hier gerade. Ein Alarm piepen. Ja, den Tausender, da kümmern wir uns gleich drum. Ich will erst eben hier anderen Felder in Gang bringen. Und dann, wenn wir alles aus... Was liegt da denn auf dem Feld? Auch irgendeine Palette. Überall liegen hier Paletten. Das ist unfassbar. Ja, so viel Raps brauche ich dann ja gar nicht. Raps auf der anderen Seite hat auch nicht so viel Ertrag. Den mal eben voll. Stehe ich wieder zu dicht dran oder wie? Heute rutscht mein Pedal hier durch die Gegend. Das ist nicht schön. Irgendwie habe ich noch nicht die ideale Position heute gefunden. Da. Voll machen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir für Feld 12 fürs Aussehen hier einen Kurs haben. Wir müssen auch mal wieder aufräumen bei den Kursen.
Nee, Feld 12 habe ich keinen Kurs zum Sehen. Dann generieren wir doch mal einen. Feld 12, Startposition. Aktuelle Fahrtposition. Ja, Vorgewende. Drei reichen. Na los. Elf. Zwölf. Sehr. Beginnen am ersten Wegpunkt. Ja, wir machen eine Rapsparty. Der Wario hat seine Aufgabe erledigt, sagt er. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Hier die Ecke ist sauber. Sehr schön gemacht. Aber das hier ist nicht schön. Das machen wir jetzt nochmal eben sauber. Beiden Stücken noch und dann das andere Ende fahren. Da müssen wir ihn noch auftanken. Mal sehen, wie es da vorne aussieht. Jo, Xerion hat durchdrehende Reifen. Kommen wir uns gleich drum. So, vielleicht soll ich mit dem hier eigentlich immer nur schön mit dem GPS-Plugin dann selber fahren. Mann. Hört ihr eigentlich das Quietschen hier von dem Pedal? Das im Mikrofon zu hören, das nervt. Ich glaube mal gucken, ob ich das behoben kriege.
ich fahre jetzt tanken. Dann hole ich mir den anderen hinterher. Oder lasse ich es einfach sein? Nee, lasse ich nicht sein. Nee, lasse ich nicht sein. Tanken. Und ab in den Xerion. Wieder was zum Nacharbeiten, das sieht man schon, aber dann ist das so. So, hier kommt er doch wieder nicht klar. Dann übernehmen wir mal eben kurz. Dann ihn selber eben. Parat stellen. Ja. Hinterher fahren. Ja, was machen wir denn mit dem Feld? Detonieren wir das komplett? Ne, ist ja auch doof. Einfach ein Grasfeld von. Jetzt überhaupt den, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie viel ich davon brauchen werde, also ob ich den Überladewagen überhaupt mitnehmen muss. Ich habe da oben ja schon einen stehen, aber schaden kann es nicht. Rum. Oh. Was mache ich denn? So, diese Brücke mit diesem Gespann. Das ist nicht so einfach. So, ja, hat funktioniert, aber... Ach, nicht wie. So, und der Nachfolger... Der kommt hinterher. Ist ja Wahnsinn. Stehen hier zwei große, ja, Überladewagen, cool. So, gibt es
das denn hier für ein Kurs? Feld 9. Ach, Feld 9, ne? Ja, das Feld 9. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. So, der läuft. Schön. Mal gucken, wie lange. Ja, da kann ich auch hier aussteigen, da hingehen. Wir müssen nämlich unbedingt die Kühe versorgen. Mit was zu trinken. Verteilen und so weiter, und der Xerion hat schon wieder durchdrehende Reifen. Da kümmere ich mich gleich drum. Ja, einmal weg bitte. Ja, so, 6 Tage futtern. Schön, alles läuft hier. Achso, der Xerion. Lassen wir erstmal da durch, erstmal da stehen. Jetzt kommen wir uns erst um die Serie. So, was er da jetzt gemacht hat. Wie kann sowas denn passieren? Also, Entschuldigung. Ja, okay. Dass er da durchdrehende Reifen hat, das kann man verstehen. Ach Mann. Noch länger keinen Schlag mehr. Voll ätzend. Also wirklich kaum noch. Dann brauche ich noch nicht mehr, oder? Nö. Ja, ich muss unbedingt jetzt wieder zu Reifen loswerden, bevor ich bei dem hier. So, wir machen das jetzt mal anders.
Alles klar. Vielleicht sollte ich mir vielleicht auch echt mal angewöhnen, dass ich das wie in echt mache. Sprich die Vorgewände als Nachgewände. Ja, ich weiß, ich bin zu dicht dran. Ich sehe es ja selber. Ja, wir sind schon wieder kurz vorm Wochenende, ne? Würde ich sagen. Morgen ist Freitag. Dann ist Wochenende. Ich guck gerade mal auf die Zeit. Leute. Wenn es euch hier bisher gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like oder einen Kommentar. Oder abonniert mich. Ja, ihr dürft natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, wenn es euch nicht gefallen hat. Sachliche Kritik. Ja, besucht mich bei Facebook auf meiner Homepage. Jetzt, das kommende Wochenende, wird es keine Livestreams geben, weil ich da bin, weil ich arbeiten muss, keine Zeit habe. Und übernächstes Wochenende wird es auch keine Livestreams geben. Also, sorry about that, wie man so schön sagt, aber ist leider so. Jo, in diesem Sinn sage ich mal, ciao!